Im Jahr 1848 kam es zu einer Welle von Revolutionen, die weite Teile der Staaten in West- und Mitteleuropa erschütterten. Dabei gab es in ganz Europa einige gemeinsame Ursachen. So hatte es eine Missernte im Jahr 1846 gegeben, die zu einem Krisenjahr in der Folge führten. Außerdem zeigten sich zusehends die sozialen Probleme der frühen Industrialisierung. Ausstehend waren auch die Forderungen nach politischer Mitbestimmung im Bürgertum. Hinzu kamen noch in einigen Ländern die Forderungen nach Gründung eines Nationalstaates. Ähnlich wie bereits 1830/31 waren die Geschehnisse in Frankreich auch hier der Auslöser. In Frankreich kam es im Februar zur Revolution. Am 24. Februar wurde der König gestürzt und die Zweite Republik errichtet. In dem Gemälde von Félix Philopoteau kann man auch sehen, dass soziale Forderungen innerhalb der Revolution eine wichtige Rolle spielten. Der Dichter und spätere Regierungschef und Außenminister der Zweiten Republik, Lamartine, weist vor dem Pariser Rathaus am 25. Februar 1848 die rote Fahne und damit die Forderungen der Sozialrevolutionäre zurück. Die Revolutionen breiteten sich ausgehend von Frankreich zunächst in kleinen und mittleren Staaten des Deutschen Bundes aus. Bereits seit Mitte der 1840er Jahre hatte es im Bereich des Deutschen Bundes eine große Zunahme sozialer Unruhen aufgrund von Wirtschaftskrisen und Hungersnöten gegeben. Es kam zur Bildung von Volksversammlungen, so am 27. Februar 1848 in Mannheim, die Forderungen aufstellten. Die Mannheimer Volksversammlung wurde zum Vorbild für ähnliche Veranstaltungen, die nun in Städten im ganzen Deutschen Bund abgehalten wurden. Ihre Forderungen wurden schriftlich festgehalten. So auch am 19. März in Offenburg, wie hier in diesem Dokument zu sehen. Die sogenannten Märzforderungen waren überall ähnlich und im Wesentlichen ging es um eine Wahlrechtsreform, um eine Abschaffung der stehenden Heere und eine Volksbewaffnung, um die Einrichtung von Schwurgerichten, um ein gesamtdeutsches Parlament, die Gründung eines Nationalstaates und die Schaffung einer Verfassung mit Menschen- und Bürgerrechten. In Wien kam es ab dem 13. März, in Berlin ab dem 18. März zu gewalttätigen Unruhen und Ausschreitungen. Die Revolution von 1848 hatte in Preußen am 18. März ihren blutigen Höhepunkt mit heftigen Barrikadenkämpfen zwischen dem Volk und dem Militär. In Berlin erinnern heute zahlreiche Gedenkplatten in den Straßen an diese Auseinandersetzungen. In Österreich führten die Aufstände zum Rücktritt und zur Flucht Metternichs. Außerdem gab der österreichische Kaiser das Versprechen ab, eine Verfassung erarbeiten zu lassen. In Preußen regierte König Wilhelm IV. Dieser hatte in romantischer Mittelalterbegeisterung in den Jahren zuvor unter anderem Schloss Stolzenfels am Rhein wiedererbauen lassen. Nun sah er sich gezwungen, das Militär aufgrund des Drucks der Straße aus der Stadt zurückzuziehen und den Gefallenen des 18. März, 3 Tage später, ihre letzte Ehre zu erweisen. Er und seine Begleiter trugen wohl wider Willen die Farben der deutschen Nationalbewegung Schwarz-Rot-Gold, die nun als die alten ehrwürdigen Farben der deutschen Nation bezeichnet wurden. In einer öffentlichen Erklärung unterstrich der preußische König seine nationale Gesinnung und er bezeichnete sich als Führer des deutschen Volkes und stellte das Aufgehen Preußens in einem deutschen Nationalstaat in Aussicht.